Was für eine seltsame Welt liegt doch den meisten von uns unbekannt, unter unseren Füßen verborgen. Damit dies nicht so bleibt, entführt die Stadtentwässerung München ihre Gäste in die Unterwelt. Also, mir nach. Mit den Armen nicht so an den Wänden entlang streifen, weil das alles feucht und nass ist. Seit 15 Jahren leitet der Ingenieur Ben Tax die Touren in München. 1884 gebaut. Dann gleich den Bau der Kanalisation hat die Stadt Max von Pettenkofer zu verdanken. Nach mehreren Cholera-Epidemien und tausenden Toten entwarf der Arzt und Apotheker 1884 die ersten Kanäle der Stadt. Trotz aller Errungenschaften Pettenkofers, ein Liebling der Bürger war der Professor für Hygiene zunächst nicht. Alle Maßnahmen, die er gefordert hat, haben ja bedeutet, dass viel Geld notwendig ist. Also war man jetzt natürlich nicht unbedingt begeistert von seinen Ideen und musste sich dann auch von der Bevölkerung einiges anhören, wie zum Beispiel Wasserschachtelhuber, Wanzendoktor, Scheißhäuselapostel. Volkes Zorn erlegte sich schnell und in der jüngeren Vergangenheit diente die Unterwelt nicht nur der Gesundheit der Bürger. Als Kulisse ist es schon öfters hergenommen. Damals der Schimanski, Götz-George drin. Oder wo wir vorhin waren, da war der Dieter Hildebrand mit Notizen aus der Provinz. Nicht so gern gesehene Gäste sind die Ratten. Doch keine Bange, außer in Plüschform sind die Nager äußerst scheu. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch deutlich mehr Ratten. Ben Tax erinnert sich an den Alltag eines Kanalers. Der ist von Ratten angegriffen worden. Also der hat nur mit der Schaufel in den Kanal gehen können, um sich gegen die Ratten zu wehren. Also auch sowas gab's. Seit 34 Jahren fischt Manfred Kaltenbacher Schmuck und Diebesgut aus den Abwässern. Weil das in der Regel gestohlene Handys sind, ja. Und die muss man halt losbringen, ja. Gerümpfte Nasen oder unglückliche Teilnehmer sucht man nach der Tour vergebens. Auf jedem Bauerndorf meinetwegen bei Misthaufen nichts mehr als jetzt da unten, wenn ich ehrlich bin. Gewöhnungsbedürftig, aber im Grunde, wenn man daheim den Siphon ausleert und einmal sauber macht, riecht es genauso. Nach 2 Stunden ist die kostenlose Führung beendet und die Tore zur Unterwelt schließen sich wieder. Bis zum nächsten Mal.